arbeiten sind alle sozusagen frisch gebacken aus diesem Jahr und aus dem Vorjahr. Ihr kennt euch aber schon sehr lange, seit Jahren der Grafischen Lehr- und Versuchsanstalt. Hat schon weitere Versuche gegeben, gemeinsam zu arbeiten, oder ist das das erste Mal? Nein, das ist das erste Mal, also, und war richtig ein Versuch. Vielleicht machen wir wieder weiter, aber na, wir sehen. Es war so, wir kennen uns schon sehr lange und seit 20 Jahren ungefähr besprechen wir einmal, dass wir was machen werden. Und jetzt ist es endlich soweit. Das Wesentliche bedeutet für mich, mit anderen zu arbeiten, dass ich dann Pause von meinen eigenen Arbeiten mache und dann mit neuen Aspekten neue Dinge erfinde oder neue Dinge zusammenbringe. Das Thema ist Eros, Erotik. Kann man in unserer Bilderflut von Sex bis Pornografie eigentlich das Thema Erotik noch bildnerisch darstellen? Ja, das kann man. Ich habe nämlich überhaupt eine Sexserie gemacht für einen Kalender und aus dem hat sich ergeben, dass wir dann weitergearbeitet haben gemeinsam. Und da habe ich einmal die Arbeiten geliefert, die ein bisschen erotisch sind. Und das ist, geht schon von meiner Farbgebung aus, das Rot-Schwarz und die Linienführung, die ich sogar meine Linienführung empfinden manche als sehr erotisch. Also für mich war es deshalb interessant, weil ich mich mit dieser Thematik eigentlich noch nie so richtig beschäftigt habe. Und hier war das wirklich eine Herausforderung, was kann man aus dem Thema alles machen?